Wie verwaltet man große Vermögen? Wegen der damit verbundenen möglichen hohen Komplexität und den scheinbar unzähligen Möglichkeiten ist das ein Themenzweig, zu dem es unserer Meinung nach wenig frei verfügbaren Inhalt auf YouTube gibt und sich viele Informationen in Fachliteratur verbergen. In einem einzigen Video lässt sich diese Thematik gar nicht in Gänze abbilden. Stattdessen könnte man dazu wochenlang referieren und diskutieren. Im ersten Teil des Auftakts zu dieser Serie gingen wir auf die selbstgemanagte Vermögensverwaltung ein. Wir sprachen über Multi-Asset-Strategien, also die Risikostreuung des eigenen Vermögens auf Anleihen, Aktien, ETFs, Immobilien und Rohstoffen wie Gold, tauchten dann in die nächste Ebene ein. Wir sprachen über die Abbildung des Wertzuwachsbausteins, der sich zum Beispiel mit Aktien und ETFs abbilden lässt. Dabei differenzierten wir drei Varianten, wie man diesen Baustein dafür nutzen kann, regelmäßige Einkünfte zu erwirtschaften, die man zum Beispiel zum täglichen Leben nutzen kann. Wir sprachen über die erste Variante, die Nutzung von Dividenden oder Dividendenwachstumsstrategien, der zweiten Variante, die Nutzung eines ETFs-Portfolios, das ausschüttende ETFs beinhaltet, und schließlich die dritte Variante, die sich die Vorteile von Optionen zugutze macht. Und genau diese dritte Variante wollen wir nun konkretisieren. Die Frage ist, wie man ein großes Konto, also ein solches, sagen wir mal, das größer als 250.000 Euro ist, mit Hilfe von Stillhalterstrategien managen kann. Viel Spaß dabei! Auch bei der Nutzung von Stillhalterstrategien wollen wir zwischen verschiedenen Vorgehen differenzieren. Möglichkeit A ist, das Cashvermögen ausschließlich mit Stillhalterstrategien zu handeln. Wenn man das Kapital ausschließlich mit Stillhalterstrategien handeln möchte, kann man zum Beispiel die Optionsratstrategie oder im Englischen die Option Wheel wählen. Hier haben wir in dem hier verlinkten Video ein Beispiel einer Optionsratserie gezeigt. Beim Optionsrat werden zunächst Cash Secured Puts auf Dividendentitel oder auf ausschüttende marktbreite ETFs gehandelt. Sollte im Falle der Optionsausübung die Basiswerte in dem Depot eingebucht werden, kann man mit Hilfe von verkauften Calls auf die dann eingebuchten Aktien- oder ETF-Positionen, also durch den Handel von Covered Calls, weiteren Cashflow generieren. Sollte der Kurs dabei stärker einbrechen und über einen längeren Zeitraum deutlich unterhalb des Einstandskurses notieren, sind zwar die Callprämien nicht sehr hoch, dafür profitierst du aber von den Dividendeneinnahmen. Die Zahlungsströme reißen dann also nicht ab, sie werden in dem spezifischen Basiswert nur geringer ausfallen. Da gerade bei einem großen Konto der Kapitalschutz an allererster Stelle steht, muss der Auswahlprozess für die in Frage kommenden Aktien oder ETFs so gestrickt sein, dass ausschließlich Optionen auf grundsolide Unternehmen oder auf liquide, marktbreite ETFs gehandelt werden, deren Anteile man im Fall der Fälle auch als längerfristiges Buy-and-Hold-Investment im eigenen Depot halten würde. Je nach Risikobereitschaft sollte man dann überlegen, vielleicht nur einen Teil des Barbestandes als Sicherheitsleistung für verkaufte Optionen zu nutzen. Eine Möglichkeit wäre, dass zunächst zum Beispiel nur 50% des Kapitals als Sicherheitsleistung für Optionen genutzt werden, während die verbleibenden 50% als Puffer zurückgehalten werden. Das zurückgehaltene Kapital kann dann zum Einsatz kommen, wenn in Zeiten einer allgemeinen Marktschwäche verbunden mit einer hohen Marktvolatilität besonders hohe Prämien winken. Dann kann das Expositionsrisiko sukzessive wieder hochgefahren werden und das Engagement an den Märkten flexibel den Marktgegebenheiten angepasst werden. Dabei sollte man darauf achten, nicht zu viele Positionen im Depot zu eröffnen, um den Überblick zu behalten. Wie bereits erwähnt, beansprucht der Optionshandel eine gewisse Einarbeitung und auch etwas Zeit, da regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Adjustierungen der offenen Positionen erforderlich sind. Wir sind der Meinung, dass das Portfolio nicht mehr als 20 bis 30 offene Optionspositionen haben sollte, da ansonsten der Verwaltungsaufwand einfach zu hoch sein könnte und schnell Fehler passieren können. Hier musst du also den Spagat zwischen Diversifikation und Managebarkeit der Position eingehen. Wir selbst nutzen zum Beispiel neben Einzeltiteln auch marktbreite ETFs wie den SPY, den QQQ oder den IWM als Basiswert, da die ETFs uns bei der Portfoliodiversifikation helfen. Allerdings sind bei den ETFs die Prämien oft geringer als bei Einzeltiteln, da die Volatilität der Indizes erwartungsgemäß kleiner ist. Klar, ein höheres Risiko wird mit mehr Rendite vergütet. Kommen wir zur Möglichkeit B. Bei der Möglichkeit B kombiniert man ein Aktien- oder ETF-Portfolio mit dem Optionshandel in Form der erwähnten Stillhalterstrategien. Hier ist der Ansatz ähnlich einer Core-Satellite-Strategie,
bei dem der Core aus einem Aktien- oder ETF-Portfolio besteht und der Satellite die zusätzliche Nutzung von Stillhalterstrategien vorsieht. Je nach Fokus und Risikotoleranz kann der Core-Teil dabei unterschiedlich gewichtet werden. Für eher konservative Anleger würde er im Bereich 80-90% liegen, während er für eher renditeorientierte Anleger vielleicht in der Größenordnung von 60-70% liegen würde. Wer sich allerdings das volle Renditepotenzial der Dividendeneinnahmen und der Stillhalterstrategien nutzen möchte, kann 100% des Cashbestandes in Dividendentitel investieren und den Optionshandel zusätzlich unter Ausnutzung vom Broker geliehenen Geld in einem sogenannten Margenkonto in Erwägung ziehen. Hier wird also mit Hilfe eines Hebels gearbeitet. Das mag jetzt für manchen unter euch nach einem zu hohen Risiko klingen und in der Tat sollte die Nutzung eines Hebels an der Börse immer mit äußerster Vorsicht erfolgen. Denn der Hebel wirkt natürlich nicht nur positiv in die eine Richtung, sondern auch negativ in die andere Richtung. Aber wenn man stets die eigene Risikoexposition im Auge behält und das Konto nicht überhebelt, wenn zum Beispiel alle Basiswerte der eröffneten Optionsposition eingebucht werden, kann die konservative Nutzung eines Hebels mit Hilfe von Stillhalterstrategien ein sehr gutes Instrument sein, um die Rendite zu verbessern. In manchen unserer Depots haben wir zum Beispiel 100% des Cashbestandes in Dividendentitel und ETFs investiert, während wir mit weiteren 50-100% des investierten Kapitals auf Margen und eben nicht cashgedeckt in Stillhalterstrategien investiert sind. Dabei lassen wir die Wertpapiere im Sinne des Optionsrates auch einbuchen, nutzen dabei Margenkredite, zahlen diese durch Optionsprämien, Dividenden und Ausschüttung oder bei Ausbuchung von Aktien wieder ab. Dabei achten wir darauf, dass wir maximal einen Hebel von 1,5 bis 2 einsetzen. Warum können wir mit dieser Variante dennoch ruhig schlafen? Zum einen wissen wir, dass uns im schlimmsten Fall weitere grundsolide Aktien oder ETFs ins Depot eingebucht werden können, die Dividenden oder Ausschüttungen abwerfen und die wir langfristig halten würden. Zum anderen wissen wir, dass wir nicht überhebelt sind und somit das Risiko der Zwangsliquidierung durch einen sogenannten Margin-Call nahezu null ist. Dennoch ist diese Variante zugegebenermaßen eher etwas für Börsianer, die ein starkes Vertrauen in die Märkte aufgebaut haben und die sich des Risikos bewusst sind. Vor dem Hintergrund, dass große Vermögen nicht so einfach wieder durch das Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit erwirtschaftet werden können, sollte man auf die Nutzung von Hebeln zumindest in der Lernphase verzichten. Schließlich kann man den vorher erwähnten Core-Satellite-Ansatz auch ohne Nutzung von Hebeln, also vollständig cashgedeckt, umsetzen. Wenn wir gerade beim Thema Risiko sind, wollen wir zum Schluss des Videos dazu auch noch mal ein paar Sätze sagen. Insbesondere bei einem großen Konto ist es, wie man nun bereits mehrfach erwähnt haben, viel schwieriger, wenn gar unmöglich, das Kapital im Falle eines Totalverlustes, zum Beispiel wieder durch eine Berufstätigkeit und eisernem Sparen, aufzubauen. Im Extremfall hat man einfach nicht mehr genug Zeit im Leben, um ein 6-, 7- oder 8-stelliges Vermögen zu ersparen. Aus diesem Grund sollte dem Thema Kapitalschutz eine außerordentliche Bedeutung bekommen. Neben dem bereits erwähnten Thema der Diversifikation nach Branchen, Industrien, Ländern und Assetklassen sollte gerade in einem großen Konto in Erwägung gezogen werden, Strategien zu wählen, die sogenannte Tail-Risiken vermindern. Damit ist gemeint, dass man sich gegen Ereignisse mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber einem großen Effekt, also gegen sogenannte Black Swan Events, absichern kann. Wir sprechen hier also von der Nutzung von Hedging-Strategien, um im außergewöhnlich seltenen, aber dennoch vorkommenden Fall eines plötzlichen Markteinbruchs von 30-40% und mehr das Kapital schützt. Bei Stillhalterstrategien kann man das Hedging auf Einzelpositionsebene umsetzen, indem man zusätzlich zur verkauften Option noch eine Option dazu kauft. Der Stillhalter handelt dann zum Beispiel anstatt eines Cash-Secured Puts einen Bull-Put-Spread, der ein definiertes Risikoprofil hat und der zumindest zum Teil das Konto schützt, sollte der Markt mal richtig abrauschen. Alternativ kann man das Hedging auf Portfolioebene umsetzen und zum Beispiel Put-Optionen auf marktbreite Indizes wie den S&P 500, also den SPX, kaufen oder Calls auf den Volatilitätsindex VIX kaufen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn das Portfolio im Wesentlichen in US-Aktien noch investiert ist. Kommen wir also wieder zu einem Fazit. In diesem Video befanden wir uns quasi auf der dritten Ebene der Verwaltung großer Vermögen. Bei einer Multi-Asset-Strategie schauten wir uns den Aktien- und ETF-Wertpapierbaustein an. Hier fokussierten wir uns auf den Wachstumsbaustein, also dem Aktien- und ETF-Teil, mit dem das Depot an Wert gewinnen soll. Dabei schauten wir uns zwei Möglichkeiten an,
wie man diesem Baustein einen besonderen Booster mit Hilfe von Optionen verleihen kann. Je nach Risikotoleranz und Zeitansatz sind geringere oder höhere Zahlungsströme realisierbar. Der Vorteil eines großen Kontos ist ganz klar, dass die Diversifikation deutlich einfacher ist, da die Einzelpositionen nur einen kleinen Teil des Kontostandes beanspruchen können und auch sollten. Der Optionshandel in Form von Stillhalterstrategien ist dabei ein hervorragendes Werkzeug, um attraktive Einnahmen zu generieren, die man zum Beispiel im Ruhestand dafür nutzen kann, um die staatliche und gegebenenfalls betriebliche Rente aufzubessern. Wenn dich das Thema interessiert, schau doch mal auf unserer Homepage unter www.optionswelten.com vorbei. In unserem Basiskurs Optionshandel vermitteln wir dir das nötige Grundlagenwissen, um Stillhalterstrategien erfolgreich in großen Konten umsetzen zu können. Alles Gute, viel Spaß beim Investieren und bis bald!